Wir sind hier in Mürtingen-Rosdorf, im Stadtgebiet Rosdorf, in der Holbeinstraße. Wir wurden hier gegen 14.10 Uhr zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand alarmiert. Es war hier ein Wohnungsbrand, das ist ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt 10 Wohnparteien. Das Feuer ist auf der rückwärtigen Seite schon aus dem Balkonfensterbereich herausgeschlagen und hat auf die oberen Wohnungen übergegriffen. Es waren schon alle Personen im Außengebäude heraus. Wir hatten 3 Leichtverletzte, eine schwerverletzte Person, die wurde dann vom Rettungsdienst versorgt worden. Im Grunde gut, es ist Sonntagmittag, wir mussten eigentlich erst die Einsatzkräfte schnell herbekommen. Aufgrund der unklaren Lage, ob Leute noch im Gebäude sind, mussten wir das gesamte Gebäude, die einzelnen Wohnungen absuchen. Wir haben dementsprechend gleich mehrere Kräfte nachalarmiert. Wir waren insgesamt mit 9 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort. Ebenso der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und die Polizei. Zum Abtransport einer verletzten Person wurde ein Hubschrauber dann an die Einsatzstelle gefordert. Es waren mehrere Abteilungen unterwegs. Es war die Abteilung Stadtmitte unterwegs. Es war die Abteilung Neckarhausen, Reitwangen und Hart mit alarmiert. Die Feuerwehr hat jetzt die Einsatzlage abgeschlossen. Die einzelnen Räume wurden belüftet, geräumt. Es sind 2 Wohnungen nicht bewohnbar. Wir werden hier die Personen anderweitig unterbringen. Für die Feuerwehr ist der Einsatz hiermit beendet dann. Also ein Stock drüber ist die Wohnung auch beschädigt worden durch das Feuer, dann einfach durch den Rauch und der Brandaustritt von der unteren Wohnung. Ja, wir befinden uns hier in Mürtingen-Rosdorf in der Holbeinstraße. Der Rettungsdienst wurde hier heute Nachmittag alarmiert zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Ja, beim Eintreffen stand die betroffene Wohnung in Flammen. Also Flammen schlugen aus dem Gebäude raus. Es waren bereits durch den ersteintreffenden Rettungswagen einige Personen, die gesammelt und betreut wurden. Darunter auch 2 bis 3 verletzte Personen, einer davon schwer verletzt. Ja, im weiteren Verlauf waren es dann insgesamt 4 verletzte Personen, einer davon schwer verletzt. Und der musste aufgrund der Schwere der Verletzungen in eine Spezialklinik mit einem Rettungshubschrauber geflogen werden. Also der Rettungsdienst und das Ehrenamt war insgesamt mit 10 Einsatzfahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Ja, so eine Hitze ist natürlich immer extreme Bedingungen für alle Einsatzkräfte, da wir trotzdem Schutzkleidung tragen, um uns auch selbst zu schützen. Bei so einem Brandeinsatz gibt es schweres Gerät, was zum Einsatz kommt, Drehleiter, Löschschläuche und sowas. Und da ist halt trotzdem geboten, dass man Schutzkleidung trägt. Also dazu gehört die Jacke, dazu gehört der Helm und Sicherheitsschuhe.